Willkommen zurück zur 43. Folge des Let's Play Civilization 3. Ja, aber in der letzten Folge haben wir vor allem weiter ausgebaut. Das heißt, weitere Schienenverbindungen gezogen. Und Mech-Infanterien verteilt auf dem Kontinent als Verteidigungseinheiten. Und das werden wir jetzt fortsetzen. Und wenn es soweit erledigt ist, dann wird als nächstes damit angefangen, dass ich die Module für das Raumschiff fertigstelle. Okay, hier wollte ich jetzt mal dafür sorgen, dass ich weiter ausbaue. Auf jeden Fall den Berg hier. So. Hier ist sowieso noch viel zu tun. Ich muss mal eben vergleichen. Ich habe ja den Bomber gehabt und der Bomber war ja eigentlich ein ziemlich gutes Flugzeug, das immer ordentlich abgezogen hat. Jetzt weiß ich gar nicht, was so der Unterschied ist zum Stealth-Bomber. Mal davon abgesehen, dass der Stealth-Bomber natürlich Stealth ist, also nicht so gut sichtbar ist. Die haben hier Rate of Fire 3 und Bombard 8. Operational Range 6. Okay, schauen wir mal. Und der Stealth Bomber. Bombard 8, Operational Range 8 und Rate of Fire 3. Sind wir mal gucken. Okay, dann ist einfach die Operational Range noch höher vom Stealth Bomber. Und er ist eben getarnt. Zack. Ups. That wasn't the plan. Okay, hier steht noch eine Mech-Infantry drin. Die werde ich mal disbanden, wenn das Ding zurück ist erst. Gut, die Städte sind auch alle angebunden. Die neuen, die ich erobert habe, auch schon fast alle. Fehlt nur ein kleines Stück Straße. Wir nach hier gehen. Oder hier? Naja, ich schicke den mal hier hin. Da habe ich schon geklickt. Den schicke ich mal dorthin.
Die ist wieder eine Mech-Infantry fertig geworden. Wie sieht's denn eigentlich aus in Flensburg? Da können wir doch noch eine Mech-Infantry hinschicken als Verteidigung. Das muss da weg, der Wald. Ja, wie ihr seht, sehen wir nicht mehr so viel. Da passiert mehr im Hintergrund. Wir sehen also immer weniger Gewusel dadurch, dass wir die Schienen fertig gebaut haben. Wir sind eher noch so ein Ankommen, wenn so eine Einheit irgendwo ankommt, um dort seine Aufgabe zu erledigen. Und das ist eine gute Sache. Weil einfach unsere Arbeiter jetzt sofort am dem Platz sind, wo sie die Aufgabe erledigen sollen. Okay, Moment mal. Complete in 5 turns. Ich stelle mal das Hospital ein und disbande den. So. Hier ist schon alles fertig. Bei den Gegnern sehen wir noch viel Gewusel. Gegnern ist natürlich nicht richtig. Bei den anderen Zivilisationen sehen wir noch viel Gewusel. Ist richtiger. Okay, hier ist jetzt auch alles fertig. Next. Mech Infantry. Kann ich ja den hier auch schon gleich disbanden. Dann brauchst du noch 5 Runden. Ist der Hafen jetzt fertig geworden? Recycling Center ist ja auch so ein klassisch letztes Gebäude und damit ist hier auch alles fertig. Ja, so schnell wie wir jetzt Mech Infantry bauen, wird auch ziemlich rasch die gesamten Städte auf dem Kontinent werden mit den Mech Infantry versorgt sein. Und dadurch können wir dann natürlich... Okay, es geht weiter. Dadurch können wir dann natürlich schleunigst zur Raketenproduktion, zur Raumschiffproduktion übergehen. Okay, das ist jetzt ein bisschen seltsam, dass da grundsätzlich noch kein Hydroplant vorhanden war. Hier fehlt noch der Hafen. Dann werden die ganzen umliegenden Felder mitgenutzt. Und dann ist auch der Growth nicht mehr Zero, sondern wird sich gleich hochschrauben. Disorder in Flensburg. Hier ist das Aquädukt fertig.
Ja, können wir auch mal gleich sowas. Oh, Offshore-Plattform. Ja, machen wir die Offshore-Plattform. Hier müssen wir ja auch sehr viel Wassergebiete nutzen, weil einfach wenig Land da ist. Ja, Flensburg ist schon gefixt. Ich muss mal hier gucken. Hier ist das Hospital im Bau, aber es fehlt noch an der Offshore-Plattform. Ich fasse hier mal einen. Den werde ich mal aktivieren und hier runterschicken und zum Disbanden. Ja, sehr schön. Dann dauert es auch nur noch 2 Runden. Okay, Potsdam hat jetzt 2 hervorragende Verteidigungseinheiten. Die können leider nicht wachsen, aber ich weiß nicht, ob das Aquädukt mir irgendwas. Was Technologie mir irgendwie einen Grundstein legt oder sowas. Ich baue mal Granary und. Eigentlich ist es Geldverschwendung. Naja, dann baue ich erstmal noch eine Modern Armor. Und eine Raider-Artillerie. Und dann ist Potsdam echt krass verteidigt. Eine Mech Infantry, die schicke ich jetzt mal hier runter nach Odessa. Sonst nicht so recht vorangeht. Sehr schön. Schon alles genutzt. Bei Salzburg kann man noch was machen.
Ja, jetzt werde ich gleich mal da unten nochmal gucken bei meinen Städten im Süden, wo ja so viel Verschmutzung herrschte. Wenn wir jetzt hier mal so rübergehen, das sieht alles ganz gut aus. Hier ist echt nicht mehr viel Verschmutzung. Auch um Frankfurt herum. In New Berlin und Dortmund, hier war ja alles zugeseucht. Ja, und überall auf den verschmutzten Feldern sind jetzt auch Arbeiter drauf, die das beheben. Und so soll es eigentlich sein. So war es gedacht. Es gab 20. Ich habe jetzt einfach genug von den. Von den Kavallerien, denke ich mal. Da muss ich jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass ja, dass einfach noch mehr nach in die neue Welt kommen. Das sind einfach ausreichend. Disorder in Clipsy. Fabrik fertig. Hydroplant ist schon fertig. Da ist die Offshore-Plattform fertig. Das ist sehr cool. Ja, und dann können wir mal an die ganzen Hochtechnologie-Dinge legen. Portsmouth ist auch mal wieder Disorder. Ist ja auch nicht gerade ungewöhnlich. Also Tlipsy und Portsmouth. Ja, das ist natürlich Unsinn, hier Solarplant zu bauen. Das können wir gleich mal ändern, weil ja hier schon Hydroplant vorhanden ist. Ist ja mit einer Offshore-Plattform. Sehr gut. So, hier ist schon alles. Ja, hier oben geht noch was. Mal, ob ich hier was anderes bauen kann, was mehr, genau. Mehr Schilde benötigt.
versorgt. Ja, und der Wald hier kann auch noch weg. Ja, hier sind schon so viele irgendwie. Ich weiß nicht, was die dort machen. Ich werde mal einfach weggehen. Und ich möchte mal zu meinen Inseln gucken. Ja, die Stadt noch. Genau, ich möchte mal zu meinen Inseln gucken, wie es denn hier aussieht. Okay, hier wird ein Hydroplant nicht grundsätzlich gebaut. Das ist also nur fürs Festland, also für den Kontinent. Und hier fehlen noch die Luxuries komplett. Das ist aber schade. Vielleicht fehlt es nur so lange, bis der Hafen vorhanden ist. Das wäre dann sehr hilfreich. Die haben alle noch keinen Hafen. Hier ist aber ein Hafen und da sind auch die Luxuries vorhanden. Okay. Verstehe. Und hier muss irgendwo schon ein Hafen vorhanden sein. Naja, mindestens in Potsdam und Co. Gut. Ja, Straßenverbindung auch hergestellt. Dann können wir mal weiter hier gucken. Das wäre hier noch die Straßenverbindung oder Schienenverbindung herstellen. Sieht das alles schon sehr gut versorgt aus. Gut. Hier ist immer noch Dschungel. Der ja eigentlich weg muss. Okay. Einen Siedler könnte ich noch bauen. Vielleicht jetzt in der nächsten Runde, wenn auch sehr gut, auch alles versorgt. Dass die Städte erstmal anklicken, dass die Städte erstmal wieder alles nutzen. Zwei Runden, dann ist United Nations fertig.
Fabrik fertig. Und hier ist das Hospital fertig. Das ist cool. Und jetzt kann ich endlich mal die Offshore-Plattform angehen. Da ist noch viel auszubauen. Disorder in Strasbourg. New Amsterdam hat auch eine Fabrik gebaut. Hier ist jetzt ein Hydroplant nicht vorhanden. Heißt, ich könnte hier noch ein Solarplant bauen. Mach ich mal. Hier ist endlich das Gericht fertig. Okay, wie geht's hier weiter? Ah, hier ist ja auch noch was zu tun. Gut, hier baue ich mal einen Siedler. Denn ich kann ja hier noch eine Stadt bauen. Kann und sollte vielleicht sogar. Und hier im Dschungel ist halt auch noch so die Frage, da könnte man eigentlich auch noch was bauen. Allerdings sind da jetzt noch nicht so gute Voraussetzungen. Da muss man erstmal noch ganz schön dran arbeiten, dass das da halbwegs gute Voraussetzungen werden. So wie hier, da ist ja noch viel zu tun. Jetzt ist hier das erste erstmal gerade mal freigehackt. Ja, hier könnte ich auch noch eine Stadt bauen, hier so in der Mitte, um einfach zu verhindern, dass dort eben so wie hier, dass dort sich Barbaren ansiedeln. Ja, gut, darum geht es jetzt hier erstmal noch nicht. Ich schicke weitere Mech-Infanterien durch die Gegend. Wieder was fertig geworden. Hier sind schon überall Arbeiter. Hier bei Nürnberg. Hier fehlt noch einer. Dich noch nicht gefixt. Bin ich aber auch irgendwie übersehen, muss ich mal zugeben. So, wo braucht es noch Hilfe? Hier bei Bremerhaven auf jeden Fall. Vielleicht mal disbanden. Sehr schön. Mit den anderen kann ich noch aktivieren. Aktivieren und dann aussetzen lassen die Runde. So, die Straße ist auch verbunden. Scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Egal, nicht so wild. Ja, was machen wir hier mit unserer Army?
Wir können sie ja leider nicht unloaden. Wir können vielleicht die einzelnen... Können sie nur insgesamt disbanden. Ja, vielleicht sollte ich das sogar tun. Plop. Habe ich gemacht. Naja. War sowieso keine starke Armee mit den alten Einheiten da drin. Ja, hier muss noch viel Holz gefällt werden. Wir haben 1978 inzwischen. So langsam glaube ich, da bleibt nicht mehr viel übrig. Wo es noch an MIG-Infanterien fehlt. Jetzt übertreiben sie aber auch die Worker. Wenn hier nicht was Sinnvolleres bauen. Die Stadt wird noch weiter wachsen, wenn ich hier einen Hafen gebaut habe. Kann ich aktivieren? Zack. Ja, hier sollte man vielleicht eine Straße bauen. Damit die sich da nicht so schwierig tun, zu dieser Stelle, zu dieser verschmutzten Stelle hinzukommen. Disorder in Hamburg. Hier ist der Siedler fertig, den ich bauen wollte. Und Bonn. Geht es auch wieder runter auf 2. Obwohl hier eine Fabrik vorhanden ist und ein Hydroplant. Und ein Manufacturing Plant. Geht es wieder runter auf 2 Pollution durch die Umweltschutzmaßnahmen, wie Recycling Center und. Ja, und das andere. Mass Transit System, genau.
Und in Cambridge haben wir auch Disorder. Cherbourg kann weiter wachsen. Manchester hat eine Uni gebaut. Ja. Husum auch. Köln auch. Sind ja schon 5 Städte. Jetzt kann ich den disbanden. Okay, Husum, Hamburg. Bonn und Köln. Und irgendeine englische Stadt. Cambridge. Ja, wie sieht's eigentlich aus bei Jena? Ja, Jena hat immer noch relativ viel Dschungel in der Nähe und deswegen gibt's da immer wieder Schrumpftum. Wenn ich das mal so nennen darf. Okay. Fabrik auch schneller fertig. Nein, nicht doch. Kavallerie. Die Ausstatterstätte. Gut. Alles gut versorgt. Hier unten gibt es noch eine Stelle, wo wir was machen können. Neu-Frankfurt, da kann man auch noch was tun. Jede Menge zu tun. Jede Menge Wald wegzuhacken. So, und mit dem Siedler wollen wir schnellstmöglich hier so hin. Zack. Land muss hier noch genutzt werden. Ja, wenn ich jetzt hier schon falsch gelaufen bin, dann hacke ich eben gleich den Wald weg. Ja, hier sind wir jetzt auch mit dem Ding fertig. Kann ich noch eine Raider Artillery bauen. Obwohl, ich kann in Potsdam auch für die anderen Städte... Da kann ich das gleiche machen. Ich kann hier auch Mech Infantry für die anderen Städte bauen. Das ist doch eine gute Idee. Gerade hier Lyra Lauriacum braucht ja zum Beispiel noch Unterstützung. Thank you.
Wartest noch? Jeweils aktuell noch nicht wirklich mehr benötigt. Und die ja, eine Modern Armor braucht hier absolut nicht gebaut werden. Courthouse wäre nicht schlecht. Nee, da werde ich auch mal gucken, dass ich vielleicht, oh, vielleicht mal hier hoch den die Railroad weiterziehen. Ich baue noch einen Siedler. Für die letzten freien Flecken. Sieht alles sehr gut aus hier. Ja. Die Orte sind ja schon alle ganz gut versorgt, wie ich das sehe. Wie sieht es denn hier aus? Na, da können wir auf jeden Fall noch welche hinbringen. Hier schmeiße ich mal nur zwei Kavallerien runter. Obwohl. Ja, so dass in Widerstand 2 sind. Okay. Dann ist das Ding fertig. Ansonsten, ja, die Häfen werden jetzt fertig. Dann sind hier auch alle Ressourcen angekommen. Und die Runde ist zu Ende. Ja, und ich denke, für dieses Let's Play soll es das dann auch gewesen sein. Das ist jetzt ein weiteres Let's Play, was vor allem dem Aufbau diente. Wir schauen mal noch nach. Nach eventuelle Disorder, die wir nicht mögen und noch reparieren müssen, bevor die Runde zu Ende ist. Ja, hier ist eine Factory fertig, produziert nur 6 Schilde, geht sehr viel in Korruption drauf, aber es ist ja gar nicht so wild, ja, wenn man generell so viel produziert. United Nations ist fertig. Naja, dann haben wir ja doch noch einen würdigen Abschluss. United Nations würde uns jetzt den diplomatischen Sieg sehr wahrscheinlich ja, bringen. Was wir hier nicht sehen, weil der hier irgendwie in dieser Liste fehlt. Unter den 6 Ways to Win sind irgendwie nur 4 aufgelistet. Ja, United Nations ist fertig. Cool. Hier ist ein Hospital. Fertiggestellt. Disorder in Vladivostok. Und Gera.
Hier ist jetzt das Courthouse fertig. Das ist auch sehr gut. Das Aquädukt wird in der nächsten Runde fertig. Gleich die Factory angehen. Oh, und es wird jetzt sofort fertig. Library, es wird Zeit für die Library. Bamberg, Kohlegrube. Nee, Kohlegrube nicht. Doch, Kohlegrube auch. Irgendeine Quelle von irgendwas ist uns ausgegangen, aber nicht Kohle und nicht Uran, von daher nicht so schlimm. Und Öl wurde gefunden, meine Güte, ist mir egal, haben wir schon genug. Ist ja hier nicht die echte Welt, ja. Da mangelt es ja nicht an Öl. Ja, Vladivostok, Kohlegrube. Okay, es war, glaube ich, noch eine Stadt. Ja, Gera, genau. Alles klar, Solar Plant ist Unsinn, liebes Gera. Schön, dass wir es noch gesehen haben. Machen wir Manufacturing Plant. Ich kann ja nochmal gucken, was die Orte so bauen. Nicht, dass da irgendwo noch so Solar Plant dabei ist. Ja, in Tlipsi. Und Dortmund. Und Jena. Und New Amsterdam. Aber das ist, glaube ich, in der neuen Welt. Tlipsi, Dortmund und Jena. Gleich mal umstellen. Ja, es ist Unsinn, Solar Plant zu bauen, weil wir haben ja schon das Hydro Plant und das wird ja nur durch das Solar Plant ersetzt. So, jetzt fehlt noch Dortmund. Weiß ich gar nicht, wo das ist. Wo liegt... Da liegt Dortmund, okay. Hier ist es. Nee. Da. Okay. So, Groschny ist auch per Eisenbahn angebunden. Ab nach dort und dort. Jetzt ist alles fertig gebaut. Immer noch jede Menge Mech-Infanterien im Bau. Und eigentlich wollten wir die Runde beenden. Das machen wir jetzt auch. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.